Aufschlag Steffen Kirner. Spielte im letzten Jahr noch Tischtennis-Oberliga beim TSV Stein. Die Mannschaft hat sich ja komplett aufgelöst. Gegen Robert Bluge aus Bamberg. Ein Verteidigungsspieler. Und Steffen Kirner hat in der Regel gegen Verteidigungsspieler sehr wenig Probleme, auch gegen Belagspieler. Denn er hat ja viele Jahre lang zusammen in einer Mannschaft gespielt mit Josef Stich aus Lauf. Einer der damals giftigsten Materialspieler in ganz Mittelfranken. Ein Linkshänder mit langen Noppen auf der Rückhand und einem fürchterlichen Vorhandschuss. Da hat er genügend Gelegenheit, sich mit dieser Spielweise vertraut zu machen. Da macht er ganz wenig Fehler. Hat er ohnehin von Haus aus schon viel Ballgefühl, ein gutes Händchen, große Sicherheit. Das Einzige, was ein bisschen nachlässt, ist die Schnelligkeit. Logischerweise, er ist Ü40. Das wird so 43 oder 44 Jahre alt sein. Aber gegen Verteidigungsspieler hat er ja Zeit. Er kommt vom Tempo her selten in die Bredouille. Und das spielt er hier locker Runde. Aber das kann er sich leisten.